Okay, Leute, wir werden jetzt den Geldautomaten da hinten mit dem Auto rausreißen. Mein Gott, die Polizei tritt ja richtig durch hier. Wir werden jetzt in den Tresorraum einbrechen. Yeah, hau den Code auf Ehrenbasis rein. Danke an alle da draußen, die mich hier supporten und teilen. Baller meine Worte in Lines, create a code für den Ripe. I Crimex OG, ihr wisst Bescheid. Hey Leute, Crimex hier und herzlich willkommen zur Dealermod 9.0, Leute. Was ist da los? Letzte Episode, ihr habt wieder komplett alles abgerissen. Ich steige hier direkt mal in meinen Wagen rein, weil wir müssen direkt mal unsere neue Freundin aus dem Krankenhaus abholen. Leute, letzte Episode einfach wieder über 400.000 Klicks, über 30.000 Likes. Ihr rastet komplett aus bei der Dealermod. Also zeigt es mir mit einem Like, mit einer Bewertung, wenn ihr wollt, dass es weitergeht. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, denn wir sind auf der Road to 2 Millionen Abos. Kostenlos abonnieren. Ihr habt euch dafür entschieden, dass unsere Freundin, das Mädchen, was wir kennengelernt haben, warte mal, hier steht sie ja schon, ja, hier beim Krankenhaus holen wir sie gerade ab. Ja, Leute, ihr habt euch dazu entschieden, dass sie überlebt, weil sie war ja letztes Mal im Sterben. Wir haben sie dann noch schnell ins Krankenhaus gefahren. Sie ist gerade frisch aus dem Krankenhaus entlassen worden. Komm, steig mal ein, Alter, hier. Wir haben heute einiges vor. Steig mal ein. So, rein da. So, ab geht's im BMW M4, Leute. Außerdem habe ich auch in den Kommentaren letztes Mal gelesen, dass ihr wollt, dass sie Mathilda heißt. Ja, oder was, Mathilde? Ich weiß, wir nennen sie jetzt einfach Mathilda, ja. Unsere Freundin heißt jetzt Mathilda und sie hat überlebt. Außerdem wolltet ihr auch noch haben, dass wir uns die Villa kaufen. Und deswegen würde ich sagen, werden wir die Episode... Oh, 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 nein. Scheiße. Oh, oh. Oh, oh, nein. Ich habe ein Polizeiauto angefahren. Sollte ich jetzt abhauen oder einfach... Was geht denn jetzt? Oha, wie... Warte mal, warte mal. Okay, alles gut. Digga, was geht denn jetzt ab? Okay, okay, ich muss hier weg. Okay, okay. Alter, was? Ey, es tut mir leid. Es tut mir leid, ich bin ein bisschen zu schnell gefahren. Und hab vielleicht zu spät gebremst. Deswegen muss man ja nicht hier direkt durchdrehen und 10 Verstärkungsfahrzeuge anfordern. Was ist denn los mit euch, Polizei? Wir müssen erstmal kurz die Cops loswerden, Leute. Verstecken uns hier in der Werkstatt. Ah, okay, wir sind die Cops losgeworden. Ich muss echt ein bisschen aufpassen, weil ich auch so eine Verkehrsmod installiert habe, wenn ich hier über Rot fahre und das die Polizei sieht, dann wollen die mich direkt verhaften. Da muss ich wirklich ein bisschen aufpassen. Okay, meine Freunde, wo waren wir stehen geblieben? Oh, ey, pass mal auf. Genau, wir wollen uns jetzt erstmal das Haus, beziehungsweise das kannst du nicht mal mehr Haus nennen, das ist eine Villa, die wir uns letztes Mal angeschaut haben zur Besichtigung. Ihr wolltet alle, dass wir uns die kaufen. Alter, wie fahren die denn heute hier? Und deswegen werden wir das jetzt als allererstes Mal tun. Wir haben ja letztes Mal 1,5 Millionen, haben wir jetzt ja noch... Oder? Ja, 1,5 Millionen könnt ihr oben rechts sehen. Haben wir jetzt auf der Tasche von dem Heroin-Deal, den wir letztes Mal noch gemacht haben. Und deswegen werden wir jetzt erstmal für 1 Million diese Villa kaufen. Und dann haben wir ja noch 500.000 übrig. Und dann können wir uns ja vielleicht noch ein weiteres cooles Auto holen. Oder zumindest den BMW M4 hier noch richtig krass auftunen. Das würde ich nämlich auch mal behaupten, dass wir den mal ein bisschen tunen werden. Oh mein Gott, ey! Junge! Mathilda, geht's dir gut? Ich bin durch die Windschutzscheibe geflogen, aber ich hoffe, dir geht's gut. Bei mir ist kein Problem, ich habe Rücken trainiert. Oh ja, Leute, hier vorne ist schon unsere Baba-Villa. So, wir werden jetzt da mal hochfahren, um den Kauf abzuschließen. Allein diese Einfahrt, Leute, da sind wir relativ sicher hier vor anderen Gangs, die uns vielleicht wieder angreifen werden. Weil wir haben ja damals unsere alte Gang verärgert, falls ihr noch wisst. Und hier ist zumindest mal unsere Frau sicher. Ihr könnt mir vielleicht sogar... Leute, schreibt mal in die Kommentare, wollt ihr, dass wir mit dem mit der Mathilda hier ein Baby machen? Ihr könnt mir vielleicht sogar Kinder großziehen hier in dieser Villa. So, aber ich würde sagen, wir parken erstmal. So, erstmal hier oben kurz parken. Und dann kaufen wir das gute Stück erstmal. Zack. Ey, das liebe ich ja, dass man hier einfach in das Haus reinfahren kann. Das ist so nice. So, Mathilda, hier ist dein neues Zuhause. Ja, gefällt dir hier, ne? Ich würde mal behaupten, sie fühlt sich hier wohl. Sie läuft hier schon mal direkt. Gefällt dir, oder? Ja, sehr gut. Hier kannst du auch ein bisschen planschen. Schöner Ausblick. Hier bist du sicher. Alles gut, ne? Können wir so lassen. Aber Leute, ihr wisst, was das bedeutet. Wir müssen jetzt die Überweisung machen. Und zwar, das mindert unseren Kontostand einfach um 1 Million. Jetzt haben wir noch 500.000 auf der Tasche. Ist natürlich immer noch gutes Geld. Aber das Kriminelle... Ey, Mathilda! Ach du Scheiße, Leute. Mathilda ist einfach runtergefallen. Ey. Oh mein Gott, guck mal, wie tief das runtergeht. Ey, es lief doch gerade so gut zwischen uns. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Wir müssen schnell gucken, dass sie noch lebt. Nicht, dass sie hier schon wieder... Ey, also Leute. Die ist zu dumm zum Schwimmen. Die ist zu dumm, um rumzulaufen. Die stirbt ja die ganze Zeit. Ich muss mal gucken, ob wir da irgendwie überhaupt hinkommen. Ich glaube, hier haben wir eine gute Chance.
Okay, hier die Klippe ist die alte. Ah, da vorne steht sie! Ey! Mädchen, was machst du denn? Komm, einsteigen jetzt hier, Mathilda. Mensch, Mensch, Mensch. Also, ich glaube, wir haben wirklich eine Freundin, die hat ein EQ wie ein Toastbrot. So, gut. Aber Leute, ich will mich jetzt hier auch gar nicht lang damit aufhalten. Hier mit dem Haus und mit Frauen und dies, das, weil wir sind ja hier trotzdem in der Dealer-Mod, Leute. Und ihr wisst, in der Dealer-Mod sind wir illegal unterwegs. Und ich habe mir überlegt, wie wir heute unser Geld machen werden. Natürlich müssen wir auch ein bisschen auf unser Drogenimperium achten. Deswegen müssen wir hier ein bisschen Drogen einkaufen, ne, zu guten Kursen, ihr wisst, Leute. Aber was ihr hier sehen könnt, das sind alles Geldautomaten. Und heute werden wir auf ganz Bonnie und Clyde-Style Mathilda erstmal darin einweihen, das, was wir hier überhaupt machen. Ja, wir sind hier nicht durch Hotdogs verkaufen Millionär geworden. Und wir werden sie mitnehmen, Leute. Also sie ist jetzt unsere kriminelle Partnerin. Ja, richtig Bonnie und Clyde-Style, ihr wisst Bescheid. Wenn ihr das nicht passt, dann muss sie halt gehen, weil Business geht einfach vor. Ja, entweder ihr passt und sie hat ein schönes Leben. Und wenn sie nicht passt, dann gibt es eine andere, die wir finden. Sie hinten gerade eine feindliche Gang, die uns angreifen will. Ey, ey, Mathilda, wir stehen unter Beschuss. Okay, warte, warte, warte. Oh. So, Schatz, wir müssen jetzt hier mal direkt da vorne in dem Auto. Also schau mal, ist ja okay, dass du auf mich schießt, aber schieß nicht auf meine Frau. Kleiner Paul Berger. Versuch nicht, meine Frau abzuknallen, sonst haben wir ein Problem. So, jetzt werden wir hier erstmal wieder... Wehe, der hat jetzt keinen guten Kurs für mich. So. Ja, Mathilda, ich muss dir was gestehen. Wir sind nicht durch Hotdogs verkaufen Millionär geworden. Ich bin eigentlich ein Drogendealer. Oha! Ey, Schatz! Es ist nicht schlimm. Ich tue niemandem was. Aber, ne? Du weißt, wie das läuft. Das dicke Auto, das schöne Haus verdienst nicht von alleine. Also entweder du bleibst jetzt an meiner Seite oder du gehst. Was willst du machen? Okay, okay, ich glaube, sie ist dabei. So, gut, dann... Ey, will der mich hier verarschen? Er hat zwar 5 Kokainauflage, aber zu echt einem richtig überteuerten Preis. Da machen wir, glaube ich, nur $300 plus, wenn wir das... Aber egal, wir kaufen trotzdem alles ein. Ich würde sagen, wir werden heute mal wieder ein bisschen auf den Kokainmarkt gehen, hier in der City. So, das haben wir jetzt hier zu einem relativ teuren Kurs gekauft, deswegen würde ich mal behaupten, wir fahren mal noch mal bei einem anderen Dealer vorbei. Okay, warte, da hinten den Paul Berger kenne ich noch. Der hat aber auch schon ein paar Mal gute Preise für uns gehabt. So. Komm mal, Mathilda hier. Wehe, du hast hier nichts für mich, Junge. Oh, das. Guck mal, Ehrenbruder. 5-mal grün. 5-mal zu einem übelst guten Kurs. Wird direkt eingekauft. So. Okay, ich würde sagen, wir haben 10 Kokain auf der Tasche. Das soll erstmal reichen. Das verchecken wir jetzt erstmal. Mathilda, du begleitest mich. Und dann. Oh, mein Wagen ist auch echt geschrottet. Ich würde sagen, dann werden wir den M4 erstmal ein bisschen krass auftunen gehen. Und dann brauchen wir bestimmt auch wieder Geld. Und dann fangen wir an, mal ein paar Bankautomaten auszurauben. So ein Ding ist das. Ah ja, 4 Einheiten von Kokain hier bei der Tankstelle verkaufen. Das ist halt das Beste. Bei Kokain macht man einfach am meisten Plus. Schau, wir haben 10 Packs auf Tasche. Alle verkaufen wir für $2000. Das heißt, wir machen jetzt einfach 20.000 einfach so jetzt mit den paar Packs verkaufen. Das läuft schon ganz gut. Mathilda, du gibst mir Deckung. So, gib mir Deckung, warte. Bei sowas, wir müssen ja mal ein bisschen was beibringen. Bei sowas immer Waffen rausholen. Die checkt nicht mal, wie man Waffen bedient. Hier, so. Jetzt haben wir dem Chunky sein Zeug gegeben und jetzt ab mit der. Fertig, weiter geht's. Zack. Oh, shit, Leute. Ja, siehst du mal, so machen wir Geld. So, Leute, und jetzt werden wir anfangen, Geldautomaten zu überfallen und Banken auszurauben mit unserer Freundin. Aber davor, ihr seht, unser Wagen sieht echt ein bisschen geschrottet aus. Und wir müssen dann auch echt schnell vor der Polizei abhauen können. Deswegen werden wir davor unseren BMW M4 ein bisschen auftunen. Na, natürlich damals, ihr wisst noch, Leute, damals, bevor wir verhaftet wurden, wir hatten sogar ein Lambo. Das wäre halt noch besser zum Abhauen. Aber ich würde sagen, wir dürfen uns diesmal nicht wieder überschätzen. Deswegen würde ich sagen, bleiben wir erstmal bei dem M4. Wenn es weiterhin so gut läuft, unsere Geschäfte, können wir uns ja nächstes Mal noch ein paar andere Autos holen. Da könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, welche Autos sollen wir uns als nächstes kaufen. Aber jetzt als allererstes will ich erstmal den M4 auftunen, weil dann ist der auch schon echt schnell. So, ab hier schön zu LS Customs. Okay, natürlich hier erstmal, boah, das wird echt teuer. Aber Panzerung haben wir drin, ja, weil ich denke mal, da werden auch die ein oder anderen Schüsse auf unser Auto fallen. Bremsen, ja, Bremsen auch wichtig, damit wir nicht wieder in ein Polizeiauto reinbrettern. Zack, Motorverbesserung, oh mein Gott.
Oh shit, gönnt euch mal diese fetten Auspuffrohre, nice. Das wär ein richtig geiler, oh mein Gott. Oh, holy moly, was für geile Motorhauben. Das wird ein richtig geiler BMW M4, Leute. So, Lichter, zack, Xenon-Scheinwerfer. Untergrundbeleuchtung mache ich jetzt mal nicht, Leute. Zack, Lackierung. Ich würde sagen, Farbe. Ah, warte mal, schauen wir mal, Metallic. Oh mein, also aktuell haben wir hier dieses Rennblau, aber ich finde dieses Ultra-Blau, das knallt noch mehr. Mach mal hier dieses Ultra-Blau. Oh, heftig. Haha, geiler Wagen. Sekundärfarbe, was hier, oh, innen drin. Oh, ich hatte gehofft, die Bremssättel ändern sich. Ah, es ändert sich nur was innen drin. Da können wir hier so weiße Sitze innen drin machen. Haben wir hier Dach, okay. Oh, mit so einer Lufthutze noch. Sehr stabil. Oh mein Gott. Geil. Heftig. Ja, ich finde, der sieht geil aus, Leute. Nehmen wir diesen Heckspoiler. Federung, natürlich tiefer legen. Getriebe, auch wichtig. Turbo-Tuning, damit wir besser abhauen. Alter, der Wagen sieht jetzt schon zu krank aus. Jetzt nehmen wir auf jeden Fall noch schusssichere Reifen mit rein. Schusssichere Reifen. Oh mein Gott, Leute, der Wagen wird krass. Schwarz getönt. Damit wir natürlich auch nicht so erkannt werden von der Polizei. Und dann haben wir den M4 auch schon aufgetunt. Oh, das hat einfach $120.000 gekostet, der Umbau. Das war teuer. Aber, oh, der Wagen. Schaut euch mal bitte diesen Wagen an. Oh mein Gott, Leute, was haben wir hier gemacht? Was haben wir hier gemacht? Also, wer den Wagen gerade so nicht geil findet, da weiß ich auch nicht. Damit können wir gleich mal anfangen, ein bisschen auf Kacke zu hauen. Mathilda, steig mal kurz aus. Mathilda, wir werden jetzt anfangen, richtig Geld zu machen. Und zwar werden wir jetzt Banken überfallen. Wir werden Geldautomaten rausbrechen und Banken überfallen. Dafür musst du aber wissen, wie man mit Waffen umgeht. Und zwar hier, nimm mal meine Mikro-SMG in die Hand. Ich glaube, das ist eine gute Waffe für unsere Frau hier. Schön vollautomatisch, trotzdem nicht zu groß. Damit wirst du dich verteidigen, wenn die Polizei uns jagt. Es wird jetzt hier wirklich ernst gemacht. Ich nehme mir die Waffe in die Hand. Okay, komm mal mit jetzt. Steig in den Wagen. Wir werden jetzt erstmal klein anfangen mit einem Bankautomaten, ja? Sehr gut, sehr gut. Hier sehe ich einen Geldautomaten. Okay, jetzt. Los, Mathilda, gib mir Deckung. Türen zu machen. Auto abschließen. Let's go, es geht los. Let's go. Und wie viel haben wir bekommen? Komm. Robbing ATM, Stitter. $5.000 und wir haben 3 Sterne. Komm, ja, los. Wir müssen hier weg. Let's go, Mathilda. Und ab damit. Oh nein, wir sind ja auch mitten wirklich in der Polizeigegend. Ich habe uns hier schon einen Unterschlupf rausgesucht. Das sind schon die Streifenwagen. Let's go, der BMW M4 ist quasi perfekt für die Stadt hier. Ah, oh, da sind sie schon, die Coppers. Aber kein Ding bis jetzt. Oh Gott. Alles gut, Schatz, wir schaffen das. Ich habe uns schon einen Unterschlupf rausgesucht. Oh, nein, da ist Polizei. Ah, scheiße, die haben uns wieder gesehen. Mein Gott, die Polizei tritt ja richtig durch hier. Mann, wo ist denn hier? Wo ist denn hier dieser Unterschlupf? Ich glaube, der ist hier an der Hausrückseite. Ich muss hier irgendwo rumbrettern. Komm, geh auf. Ja, geil. Und die Cops sind gleich wieder hier. Aber wir schaffen es gerade trotzdem irgendwie abzuhauen. Aber ich will in unser Geheimversteck. Ich habe extra ein Haus rausgesucht, wo wir uns verstecken können. Oh Gott, jetzt klemme ich hier auch noch fest. Oh mein Gott. Wir haben es einfach geschafft. Ich wollte mich hier gerade schon raus irgendwie teleportieren, weil ich dachte, ich stecke hier fest und einfach... Da läuft gerade ein Polizist vorbei und genau in dem Moment verlieren wir einfach das Fahndungslevel. Sehr gut. So, warte, ich war gerade ein bisschen lost. Hier geht's rein. Hier geht's in unser Versteck rein. Jetzt, Leute, kurz die Ware bunkern. Zack, Wagen abschließen. Okay, easy. Mein Gesicht wurde jetzt aus der Polizeiakte entfernt. Das hier ist nämlich so ein Safehouse. Hier ist so Lesters Cousin oder so wohnt hier. Ihr seht jetzt unten, your face has been wiped from LSPD Records, ja. Alle Aufnahmen wurden gelöscht von uns beiden. Sehr gut. Jetzt sind wir wieder clean quasi, unsere Akten. Und $5.000 haben wir bekommen. Ist jetzt noch nicht allzu viel, aber es war ja auch nur ein Bankautomat. Also nur so ein kleiner Automat, Leute. Jetzt werden wir mal eine richtige Bankfiliale überfallen. Und ich würde sagen, da haben wir hier oben schon vorhin eine schöne entdeckt. Die war da ganz gut. Da ist, glaube ich, auch nicht so arg viel Polizei direkt in der Nähe wie hier. Und da werden wir jetzt einfach mal hinflitzen und den Laden überfallen, Leute. Erinnert euch noch an diese Bankfiliale. Da werden wir jetzt einbrechen. Wir werden jetzt diese Bank ausrauben.
So, wir werden den Fluchtwagen... Den Fluchtwagen parken wir hier. Zack. Okay, Mathilda, steig aus. Wagen abschießen. Mach dich bereit. Mach dich bereit. Das haben wir so noch nicht gemacht. Die denken, wir sind noch normale zahlende Kunden hier. Okay, wir haben unsere Maske jetzt aufgezogen. Mathilda, du brauchst keine Maske. Du benutzt ja schon Make-up. So, let's go. Und nimm deine Waffe in die Hand. Nimm deine Waffe in die Hand. Ich hab dir doch eine Waffe gegeben. Wo hast du die jetzt schon wieder hin? Überfall, alle auf den Boden! Überfall! Okay, alle rennen raus. Egal, auch gut. Alle auf den Boden! So, die Wache abgeknallt. Let's go! Let's go, Mathilda, bleib du vorne. Wir werden jetzt in den Tresorraum einbrechen. Oh, nein. Ey, der Penner hat den Alarm gedrückt. Scheiße. Egal. Ihr seht, wir haben ja auf einmal unsere Geld. 104.000, nee, 1 Million. Wir haben 1 Million geklaut, aber der Penner hat den Alarm gedrückt. Wir hätten ihn abknallen sollen. Wagen aufschließen, nein. Oh mein Gott, wir werden schon abgeknallt. Mathilda, steig ein. Wir haben 1 Million, oh mein Gott, Digga. Das lohnt sich ja richtig krass, Banken zu überfallen. 1 Million haben wir in der Tasche. Okay, 4 Sterne. Aber dafür haben wir den Wagen aufgetunt. Let's go. Let's go, meine Freunde. Was ist da los, Polizei? Woohoo! Einfach hier die ganzen E-Klassen. Was ist da los? Okay, wir fahren gerade über 200 km/h. Der BMW ist... Oh mein Gott. Zum Glück haben wir Panzerung eingebaut. Ab damit. Okay, da hinten kommt der Helikopter. Oh mein Gott, den müssen wir auch noch loswerden. Ah, 4 Sterne ist schon schwer. Bin ich ehrlich, Leute. 4 Sterne ist nicht einfach loszuwerden. Aber ich bin GTA-Experte. Wir schaffen das. Ey, dieses verdammte Helikopter. Ich muss irgendwie die Helikopter unterschießen, aber ich habe Angst zu sterben. Dabei. Okay, ich muss versuchen. Ich muss es versuchen. Nein! Verfehlt, das war's komplett. Nein, ich werde sterben. Wir werden sterben. Mathilda! Geh in Deckung! Okay, wo ist der andere, Heli? Wo ist der andere? Ey, die seilen sich hier sogar ab. Verpisst euch von mir. Okay, komm, jetzt weg. Die Helis haben wir abgeschüttelt. Komm, steigt schnell ein, Vibe. Los! Ey, mach doch mal schneller! Ey! Die haben sogar hier Sondereinsatzkommando gerufen. Die wollten sich abseilen. Okay, alles gut. Wir sind jetzt auch so mal da verschwunden, aber sie schicken schon wieder neue Helis. Das ist das Problem. Oh nein. Wir sind fast wieder im Radius. Ah, ey. Okay, Leute, ich bin gerade immer noch dabei, das Fahrungslevel loszuwerden. Ich habe es bis jetzt noch nicht ganz geschafft. Es sieht gerade gut aus. Ich bin schon auf dem Weg zum Flughafen, weil da im Notfall, falls wir es nicht schaffen würden, der Fluchthelikopter auf uns wartet. Aber 1 Million bekommt man einfach. Ey, das ist richtig krank, diese Banküberfälle. Oh Gott. Oh. Komm, let's go. Nein. Ey, was mache ich denn hier? Komm, schnell. Fahr zurück. Und jetzt hier drüber. Ab geht's. Okay. Wir sind jetzt auf dem Flugfeld. Ey, die sehen mich einfach nicht. Die sehen mich gerade einfach nicht. Okay, hier, der Fluchtheli steht bereit. Komm. Let's go. Wir haben 1 Million auf der Tasche. Komm, Mathilda, einsteigen. Wir werden jetzt abhauen nach North Yankton. Leute. Oh mein Gott, Leute. Ich glaube, wir haben es geschafft. Wir haben die Cops abgehängt. Das war auf jeden Fall wieder eine kranke Episode. Dann würde ich sagen, das soll's von der Episode heute gewesen sein. Schaut mal, was man da hinten sieht. Da hinten gibt es noch eine neue Insel, North Yankton. Die Schneeinsel ist auch da. Da werden wir uns jetzt erstmal bis zur nächsten Episode verstecken vor der Justiz. Schreibt in die Kommentare, wie es weitergehen soll. Verbrüllt den Like-Button und vergesst es nicht, euch der Cranix-Army anzuschließen. Abonniert mich auf kostenloser Ehrenbruder-Basis. Dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein, Leute. Euer Cranix.